Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister, das war eine sehr bemerkenswerte Regierungserklärung und ich möchte Ihnen ganz herzlich dafür danken. Wir hatten, um ehrlich zu sein, so eine Regierungserklärung schon zum Flüchtlingsgipfel erwartet und auch gefordert. Jetzt also heute, ich frage Sie, warum eigentlich so spät? Wieso nicht nach der Sommerpause, als die Kanzlerin gesagt hat, wir schaffen das, und die Vertreter ihrer Koalition artig und überschwänglich und völlig zu Recht das große Engagement der vielen Ehrenamtlichen in Berlin gelobt haben, wohl wissend, dass ohne dieses ehrenamtliche Engagement das Versagen des Senats bei der Erstversorgung und Unterbringung der Flüchtlinge nur noch dramatischer gewesen wäre. Und vor einem Monat, Herr Müller, haben Sie dann den Innensenator reden lassen. Der hat exakt bei allen politischen Fragen zur Flüchtlingspolitik das Gegenteil erzählt von dem, was Sie heute hier erzählt haben. Und da konnte dann eben auch jeder feststellen, der zugehört hat, die Berliner CDU ist eben weder guten Willens noch will sie es schaffen. Sie setzt voll und ganz auf die Seehofer-Demissier-Linie und das heißt abschrecken, abschotten, abschieben. Und das, lieber Herr Müller, haben Sie heute auch noch mal sehr deutlich gemacht, dass Sie inhaltlich die Koalition mit der Berliner CDU gekündigt haben. Und Sie haben außerdem dem zuständigen für Flüchtlingspolitik, für die Unterbringung und die medizinische Versorgung zuständigen Senator eine Rücktrittsaufforderung erster Klasse unterbreitet. Das konnte heute jeder hier hören. Manches wird ja auch schon getwittert aus den CDU-Bänken. Das ist bemerkenswert. Das ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und bei allen Differenzen, die wir im Einzelnen, was Maßnahmen hier in Berlin angeht, bei der Unterbringung und was die Beurteilung der Probleme, wie sie erstanden sind und wie sie gelöst werden können, mit welchem Plan, bei allen Differenzen, die wir im Einzelfall haben, Sie können sicher sein, wenn Sie bei der Linie bleiben, die Sie hier im ersten Teil Ihrer Rede zu Kunden zu wissen gegeben haben, haben Sie uns auf Ihrer Seite, weil wir müssen hier gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung und für eine vernünftige Integration von Flüchtlingen gemeinsam streiten. Ich glaube ja, dass Sie heute so offene Worte gefunden haben, weil Sie auch selbst festgestellt haben, die Situation der Geflüchteten in Berlin ist trotz mancher Ankündigung nicht wirklich besser geworden. Und Ausflüchte der Verantwortlichen gab und gibt es viele. Und dieser Senat hat mehrfach dokumentiert, dass er sich nicht einig ist. Er blockiert sich selbst mit Unwillen, Unfähigkeit, Neid und Missgunst zwischen den Ressorts. Eine gemeinsame Strategie, die das »Wir schaffen das und wir haben dafür einen Plan« Wirklichkeit werden lässt, war bisher nicht erkennbar. Und dann, meine Damen und Herren, ist es auch kein Wunder, wenn die positive Stimmung in der Stadt bröckelt. Die Forsa-Umfrage vor 10 Tagen war sehr erhellend. Die Berlinerinnen und Berliner haben in ihren Bezirken zu über 90% kein Problem mit Flüchtlingen. Ein wunderbarer Befund. 47% haben Sie in Ihrem Lebensumfeld noch gar nicht bemerkt. 45% haben Sie bemerkt, aber haben kein Problem mit Ihnen. Und nur ganze 7% haben Sie bemerkt und haben ein Problem mit Ihnen. Und gleichzeitig haben wir jetzt erstmals eine knappe Mehrheit, die glaubt, dass Deutschland mit den zu erwartenden Flüchtlingen überfordert ist. Das, meine Damen und Herren, lieber Michael Müller, das ist bei allen selbstkritischen Worten, die Sie hier gefunden haben, muss man feststellen, das ist nicht die Schuld der Flüchtlinge, wenn die Stimmung kippt, dann ist das die Schuld der Bundesregierung und auch das Versagen dieses Senats. Es ist das organisatorische Chaos, die bewusst und unbewusst produzierten Bilder des Ansturms, die Dokumentation der staatlichen Überforderung, die Bilder von Massenunterkünften mit miserablen Standards. Und ja, wir müssen weiter über Standards reden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist die Krisen- und Überforderungsrhetorik aus CSU, CDU und SPD, die den Leuten, die in ihrem Alltag praktisch kein Problem mit der Aufnahme von Flüchtlingen haben, Angst einredet. Und es sind die Diskussionen über Sicherheitsprobleme, Krankheiten und mögliche zusätzliche Steuern, die den Leuten Sorgen bereiten und den Pegida-Mob befeuern.
Und Sie haben es ja selbst angedeutet und teilweise auch ganz offen ausgesprochen. Die Berliner CDU-Senatoren mischen da fleißig mit. Kaum ist Herr Heilmanns Tirade auf die angeblich betrügerischen Ärzte und Therapeuten, die Abschiebungen verhindern, verklungen, macht Henkel beim Angriff auf die Familienzusammenführung mit. Ausgerechnet Herr Henkel, der als Konservativer nicht müde wird, den besonderen Schutz von Ehe und Familie im Grundgesetz zu betonen. Gerade dieser Herr Henkel will nun die syrischen Familien auseinanderreißen. Der eine Teil der Familie darf hier in Deutschland sein, der andere Teil muss entweder im Kriegsgebiet bleiben oder sich auf die lebensgefährliche Reise übers Mittelmeer begeben. Syrische Familien sollen also vom Schutz des Grundgesetzes ausgenommen werden. Das ist wirklich an Zynismus nicht zu überbieten. Meine Damen und Herren, das wohl größte Problem, mit dem wir es derzeit in Berlin zu tun haben, ist, es wird nicht wirklich Mut gemacht. Es wird den Leuten nicht die Angst genommen, es werden Scheinlösungen präsentiert. Ja, Herr Müller, Sie haben es eben selbst erklärt. Geld für Länder und Kommunen wird mit einer schlimmen Verschärfung des Asylrechts verkauft. Es wird suggeriert, damit könne der Flüchtlingszuzug begrenzt werden. Die Ausweitung der sogenannten Sicherung Herkunftsstaaten, die Abschreckungswirkung von Sachleistungen statt Bargeld, schnellere Abschiebungen, Verschärfung von Residenzpflicht. Ja, glaubt denn hier wirklich irgendwer, das würde dazu führen, dass Flüchtlinge sich sagen, ach nö, dann doch lieber nicht flüchten. Sie wissen, dass das Unsinn ist. Es gibt dadurch nicht weniger Flüchtlinge. Sie werden nur noch mehr gequält durch Schikanen, durch bürokratische Hürden, letztendlich längere Verfahren. Mit humanitärer Flüchtlingspolitik hat das nichts mehr zu tun. Warum nur, Herr Müller, haben Sie diesem schäbigen Deal im Bundesrat nur zugestimmt? Ich verstehe es nicht. Und schon wird an der nächsten Umdrehung gebastelt. Jetzt wird es mit Aufnahmezentren versucht, mit einem eingeschränkten Familiennachzug. Asylbewerbern will man für Integrationskurse Geld abknöpfen. Es werden sogar Beschränkungen für Syrer und Afghanen gefordert und damit bewusst in Kauf genommen, dass Menschen in Kriegsgebieten um ihr Leben fürchten müssen. Der Kollege Saleh hat darauf hingewiesen. Sie wissen, diese ganzen Grausamkeiten werden nichts helfen. Sie führen nur zur Verlängerung der Asylverfahren. Sie führen dazu, dass die Menschen, die hier ankommen, immer schlechter behandelt werden, dass ihnen die Ankunft und das Leben in Deutschland so schwer wie möglich gemacht wird. Das ist unwürdig in einem so reichen und großen Land wie Deutschland, einem Land, das eine besondere historische Verantwortung bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen hat. Auch die Forderung nach einer Begrenzung der Flüchtlingszahlen auf bestimmte Kontingente ist einigermaßen abenteuerlich. Und auch wenn es als Einzelmeinung aus meiner eigenen Partei unterstützt wird. Erstens, es ist verfassungswidrig. Unser Grundrecht auf Asyl kennt aus gutem Grund keine Obergrenze. Und zweitens, wie soll das funktionieren? Was passiert mit den restlichen Flüchtlingen, wenn die Obergrenze erreicht ist? Denken Sie das mal zu Ende. Sollen die dann sterben? Wir sagen es immer und immer wieder, wer Flucht vermeiden will, muss Fluchtursachen bekämpfen. Der Bundeswirtschaftsminister hat im laufenden Jahr mehr Rüstungsexporte genehmigt als in den Vorjahren. Das ist doch absurd. TTIP wird durchgepeitscht und wird voraussichtlich noch einige Armutsflüchtlinge mehr produzieren. Man muss sich nicht wundern, wenn man den Ländern an den EU-Außengrenzen durch die Troika brutale Austeritätsprogramme aufzwingt, wenn die dann ein Interesse daran haben, dass die Flüchtlinge schnellstmöglich nach Deutschland durchgewunken werden. Meine Damen und Herren, Herr Regierender Bürgermeister, keiner hier im Saal leugnet, dass es sich um eine besondere Herausforderung handelt, aktuell die steigende Zahl von Flüchtlingen vernünftig unterzubringen. Insbesondere, wenn man 2 Jahre verschlafen hat. Und Ihre Überraschung, ich habe es Ihnen direkt nach der Sommerpause in der Aktuellen Stunde schon erklärt, also ab 2012 haben wir permanent hier die Debatte gehabt, auf was man sich vorbereiten muss, und es ist nichts passiert. Das ist einfach, gehört mit zur Wahrheit dazu. Aber es ist ja auch jetzt keine unlösbare Aufgabe und kein Hexenwerk. Sie haben die Zahl ja selbst genannt, sind im laufenden Jahr ca. 56.000 Flüchtlinge nach Berlin gekommen. Das sind weniger Menschen als bei einem ausverkauften Heimspiel von Hertha. Vor kurzem wollten Sie noch die Olympischen Spiele nach Berlin holen.
mit zweistelligem Milliardenrisiko und einem vielfach größeren organisatorischen logistischen Aufwand. Ich bitte Sie, es muss doch möglich sein, diese Flüchtlinge vernünftig hier aufzunehmen. Ja, Sie haben es angesprochen, es braucht dazu mehr Personal im Lageso, vereinfachte, entbürokratisierte Verfahren, Flächen, Gebäude und einen vernünftigen Plan. Aber ein gemeinsamer Plan war ja bisher nicht erkennbar. Ich hoffe, dass das, was Sie jetzt vorgetragen haben, in einen Plan mündet, den man ernsthaft und seriös und transparent hier endlich diskutieren kann. Aber es war ja bisher immer noch so, und es ist aktuell jetzt, also die letzten Tage auch so gewesen, im Senat kocht jeder sein eigenes Süppchen. Der eine macht dies, der andere macht das, der eine fordert dies, der andere fordert das Gegenteil. Ich sage Ihnen nur noch mal das eine Beispiel mit der Polizeikaserne. Oder nee, doch lieber das Beispiel mit der ILA, das Sie selbst angesprochen haben. Erinnern Sie sich an den Tag, als Sie die Fraktionsvorsitzenden eingeladen haben zu einer Telefonkonferenz und uns da gesagt haben, dass Sie sich mit Voigt geeinigt sind, dass das ILA-Thema jetzt kein Thema ist und nicht weiter verfolgt wird als Flüchtlingsunterkunft. Und zeitgleich hat Ihr Sozialsenator noch mal ultimativ Brandenburg aufgefordert, endlich diese Hallen zur Verfügung zu stellen. Dieses Zickzack, dieses Desorganisierte, diese Verantwortungslosigkeit in dem Senat, das gehört zum wesentlichen Problem und das Chaos, das Sie hier verursacht haben. Und jetzt kommen wir zur Differenz in der konkreten Umsetzung, worüber wir offen reden können. Es gibt mehrere hundert Objekte oder Flächen in Bundes- oder Landeseigentum, die für Flüchtlingsunterbringung in Frage kommen könnten. Unsere Anfragen danach können wir schon fast singen. Aber immer wieder hören wir dazu von der Verwaltung, was alles nicht geht oder ganz vage Aussagen und dass man nicht so weit ist und prüfen muss und so weiter und so fort. Herr Chaya hat 2014 die Ertüchtigung landeseigener Immobilien hatte gesagt, die Ertüchtigung landeseigener Immobilien könnte 6 bis 9 Monate dauern. Das dauert ihm zu lange. Deshalb hat er sich für Container, deren Errichtung dann ein Jahr gedauert hat, und für Turnhallen und Traglufthallen entschieden. Jetzt sagen Sie, macht sich der Senat doch zumindest näherungsweise ernsthaft Gedanken über die Nutzung von leerstehenden Gebäuden und Grundstücken. Es wird sogar über die leerstehenden Apartments der Berlin-Novo nachgedacht. Es wird über Durchgriffsrechte gegenüber unwilligen Bezirken nachgedacht. Alles Dinge, lieber Herr Regierender Bürgermeister, die vor 2 Jahren oder vor Jahresfrist oder vor 2 Monaten durch die Opposition angeregt oder gefordert wurden und jeweils noch mit großer Geste abgelehnt wurde. Wenn Sie da jetzt was ändern, unseren Segen haben Sie. Aber von Transparenz über für Unterkünfte geeignete Gebäude und Flächen sind wir nach wie vor meilenweit entfernt. In Ihrer Vorlage für den Hauptausschuss wird erneut deutlich, dass Sie nicht wirklich umfassend geprüft haben. Wir wissen immer noch nicht, warum in der Notunterkunft in der Thielallee ein Großteil der anderen Gebäude, voll beheizt und geputzt, weiterhin leer steht. Wir wissen immer noch nicht, warum das ehemalige Gebäude des Bundesinnenministeriums in Moabit, 850 Räume mit Kantine, ebenfalls leer steht. Was ist mit dem Haus der Statistik? Im Juli diesen Jahres hat meine Kollegin Lompscher den Senat zum Leerstand von Büroflächen befragt. Die Antwort lautet zusammengefasst, keine Ahnung, interessiert uns auch nicht. Also wir stellen fest, in der ganzen Stadt gibt es noch Bürogebäude, Grundstücke und Wohnungen, die nutzbar wären. Und anstatt sich zu trauen, dieses Potenzial wirklich zu nutzen, nimmt man die selbstverschuldete Krisensituation, um dann eine neue Debatte zum Tempelhofer Feld aufzumachen. Ja, lieber Michael Müller, ich bitte Sie ernsthaft, bevor Sie nicht den Nachweis erbracht haben, dass Sie alle Möglichkeiten, was Grundstücke, Gebäude und Büro- und Gewerbeflächen angeht, ausgeschöpft haben, ersparen Sie uns die Versuche, die Volksgesetzgebung mit Verweis auf die Flüchtlinge auszuhebeln. Das ist unnötig und kein guter Stil. Es gibt Alternativen zu Zelten, Turnhallen oder Hangars. Und wir sind uns doch hoffentlich einig, dass das kein befriedigender Zustand ist, dass tausende Menschen in Hangars und Turnhallen hausen, ohne Privatsphäre, ohne Räume für medizinische Versorgung, ohne ausreichende sanitäre Einrichtung, ohne Kinderbetreuung und Deutschkurse. Und wir müssen rechtssichere Möglichkeiten schaffen,
mit denen wir leerstehende Gebäude sicherstellen. Und Sie haben es ja auch noch mal darauf hingewiesen. Ich habe das so verstanden, liebe SPD-Kolleginnen und Kollegen, dass der regierende Bürgermeister Ihnen empfiehlt, den gemeinsamen Oppositionsantrag dem Hamburger Modell zur Sicherstellung von Wohnimmobilien und Flächen zuzustimmen. Dankeschön. Richtig. Gute Idee. Sollten wir so machen. Und meine Damen und Herren, es wird allen halben so getan, als hätte sich die Lage am Lageso jetzt zum Besseren gewendet. Das ist nicht so. Es fehlt weiterhin an Personal. Sie haben es selbst angesprochen. Wir haben jetzt zwar beheizte Zelte, aber noch lange keine sichere Terminvergabe. Und die Termine, die vergeben werden, sind zum Teil jetzt schon absehbar, wenn sie mit der Vergabe, dass sie nicht haltbar sein werden. Und bei dieser permanenten Überforderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird jetzt eine Debatte angefangen, die Mitbestimmungsrechte der Personalräte einzuschränken. Meine Damen und Herren, ist das die Form von Mitarbeitermotivation, die Sie sich vorstellen? Wir wissen von den Personalräten und vom Hauptpersonalrat, dass Sie gerne helfen wollen im Sinne einer humanitären Flüchtlingspolitik. Miteinander vernünftig reden könnte helfen. Nicht die Leute erst im Regen stehen lassen und dann auch noch Schuhriegeln. Herr Regierender Bürgermeister, es ist traurig, dass Berliner Senatoren, statt sich selbstkritisch zu befragen, was da alles schiefgelaufen ist, sich an den Abschreckungs- und Abschottungswettbewerb auf der Bundesebene beteiligen. Es ist wichtig, dass wir jetzt in den öffentlichen Debatten nicht zulassen, das haben Sie auch dankenswerterweise noch mal betont, dass diejenigen, die hier leben und wenig materiellen Wohlstand haben, gegen die ausgespielt werden, die kommen und gar nichts haben. Wir brauchen keinen Soli und keine Extrasteuer für Flüchtlinge. Wir brauchen insgesamt eine gerechtere Steuerpolitik. Wir sind eins der reichsten Länder dieser Erde und wir können und müssen uns leisten, den Reichtum gerechter zu verteilen. Und Deutschland hat dafür auch alle Voraussetzungen. Der Bund hat aktuell 21 Milliarden Euro Haushaltsüberschuss und auch in Berlin geht wieder mehr. Es ist Geld da, um zu investieren. Das müssen wir tun, um die Flüchtlinge, die nach Berlin kommen, nicht nur aufzunehmen, sondern auch zu integrieren. Und ja, Michael Müller, wir können das schaffen, aber wir müssen nur wollen.